Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und wenn du schon einmal darüber nachgedacht hast, ein Buch außerhalb des Print-on-Demand-Systems von Amazon KDP zu veröffentlichen, zum Beispiel über Amazon FBA, FBM oder irgendeine andere Möglichkeit, dann solltest du heute unbedingt dranbleiben, denn ich habe heute den Max zu Gast. Und Max hat tatsächlich im Rahmen unseres Coaching-Programms ein Kinderbuch über Amazon FBM veröffentlicht. Wie er das gemacht hat, was FBM überhaupt ist, was da für Margen rauskommen, was er auch für Resultate erreicht hat, das wollen wir ihn natürlich heute einmal fragen. Deswegen herzlich willkommen, Max. Freut mich sehr, dich hier auf meinem YouTube-Kanal begrüßen zu können. Denn klar, ich war in dein Projekt mit involviert, aber ja letztendlich auch nur so von der Marketingseite. Das heißt, die ganze Logistik dahinter kenne ich gar nicht so richtig. Und da ich selbst mit FBM keine Erfahrung habe, freut es mich sehr, dass ich dich heute so ein bisschen ausquetschen kann. Und ich glaube, viele Zuhörer interessiert diese Materie auch. Wie immer, ich würde sagen, wir starten mal mit einer kleinen Vorstellung. Wer bist du und was machst du, wenn du keine Bücher über FBM vertreibst? Ja, hallo von mir und danke für die Einladung. Ich bin Max, ich bin 28 Jahre alt und ich bin Psychologe und Autor und neuerdings seit einem Jahr schon Unternehmer im Online-Bereich. Und genau, ich habe das Coaching bei euch gebucht, um letztendlich ein Projekt professionell durchführen zu lassen. Und genau, bin da einen Weg gegangen, der nicht so typisch ist, also nicht nur KDP genutzt, sondern eben auch im Selbstverlag außerhalb von KDP Bücher selbst gedruckt. Genau, und darüber können wir heute gerne sprechen und ich teile gerne meine Erfahrungen. Wie kam es eigentlich dazu? Denn das ist gar nicht so üblich, dass jemand bei uns ins Coaching kommt. Und bei dir war es, glaube ich, so, bei dir stand ja letztendlich die Nische schon fest. Und auch, dass du nicht unbedingt das Print-on-Demand von KDP nutzen möchtest. Hast du dich vorher schon mit der Thematik auseinandergesetzt? Hast du schon andere Produkte darüber vertrieben? Oder woher kommt da dein Wissen? Genau, also grundsätzlich muss man erstmal dazu sagen, dass ich zusammen mit meiner Frau das Projekt gemacht habe. Und wir wollten unbedingt ein Kinderbuch rausbringen. Wir haben selber eine kleine Tochter und haben uns überlegt, über welchen Weg wir das am besten machen. Und über YouTube-Videos etc. kommt man ja schnell zu freiem Content, um solche Bücher zu publizieren. Bei den Kinderbüchern ist es natürlich schon eine große Herausforderung. Man hat dort zu tun mit einem Hardcover-Format, mit Premium-Farbdruck etc. Und wir haben es dann aber trotzdem erstmal per Print-on-Demand über KDP probiert, ja, also wir haben quasi ein Softcover rausgebracht. Das war unser Buch vor dem Coaching und das lief gut, hat sich auch super verkauft, aber eben schon sehr frühzeitig Rezensionen bekommen, die aufzeigten, die Qualität ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Und gerade im Kinderbuchbereich gibt es da wohl auch eine Erwartungshaltung von Kunden, ein Hardcover zu erhalten. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wie können wir jetzt auch ein Hardcover publizieren? Wie kommen wir da hin? Und ja, dann ging erstmal die Reise los, die Informationen dazu einzuholen und sich einen Weg zu bahnen, eigentlich, ja. Genau. Welche Möglichkeiten hat man da grundsätzlich? Also ich denke mal, du hast dich ja mit unterschiedlichen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Mir persönlich fällt da natürlich direkt auch FBA ein. Du hast dich am Ende für FBM entschieden. Kannst du uns einfach nochmal grob erklären, was da so die Unterschiede zu KDP sind und warum deine Wahl schlussendlich dann auf FBM fiel? Genau, also grundsätzlich wollten wir ja auf Amazon schon bleiben, weil das war ja ein relativ kalkulierbarer Raum, in dem wir uns bewegt haben und durch die Videos ja auch schon ein bisschen gesammelt haben, wie das abläuft mit dem Algorithmus, dass man es bewerben kann, aber dazu später vielleicht auch nochmal die Schwierigkeiten, die dann auch entstanden sind in dem Bereich. Genau, über FBA, FBM, ne, ist man ja letztendlich Amazon Seller, also man ist Händler, man kann dort Bücher anbieten, müssen nicht seine eigenen sein. Aber wir haben letztendlich unser Kinderbuch dann über einen Seller-Account verkauft. Also wir haben es hergestellt, haben es gedruckt, drucken lassen, ja, in einer Druckerei, in einer Auflage. Letztendlich alles gemacht wie einen Verlag. Auch die Investition letztendlich auch selber getragen und es dann darüber angeboten. Ne? Und dann wird es ja ganz normal angezeigt auf Amazon zum Verkauf. Und genau, ja, wir haben uns dann für FBM entschieden, also Fulfillment by Merchant, was bedeutet, dass man auch den Versand übernimmt. Ja. Genau. Und das würde bei FBA so laufen, dass man quasi seine Ware einschickt und Amazon das dann verschickt Genau. und FBM
Machst du das dann selbst und hast wahrscheinlich dann bessere Margen? Oder warum habt ihr das dann machen wollen? Genau, da gab es verschiedene Überlegungen dazu. Bei FBA ist es so, das haben wir auch gemacht, zumindest mal ausprobiert, dass man eine beliebige Menge zu Amazons Logistikzentrum schickt. Das ist alles vollautomatisiert. Dann wird das dort eingelagert. Man muss eine kleine Lagergebühr zahlen und weitere Gebühren. Und dann versendet es Amazon, kümmert sich um die Retouren auch. Und genau das ist das, was man als FBM-Händler dann auch machen muss. Also man muss sich um die Retouren kümmern. Man muss mit den Kunden schreiben, wenn ein Paket nicht angekommen ist. Warum haben wir es trotzdem gemacht? Weil es ja eigentlich ja mehr Aufwand ist eigentlich. Weil man eine höhere Marge hat. Wir konnten es günstiger versenden als Amazon tatsächlich. Das ist sehr, sehr schwierig, weil eigentlich hat Amazon da sehr gute Konditionen. Aber in unserem Fall, wir konnten es halt mit einem Format verschicken, was günstiger war bei der Deutschen Post und auch mit größeren Mengen Versandmaterial kaufen. So kamen wir einfach insgesamt auf bessere Margen. Ja, genau. Boah, bei mir poppen gerade so viele Fragen auf. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, denn ich glaube, sehr viele hatten diese Überlegung schon mal. Ja, was kann ich das nicht irgendwie in der Auflage drucken? Dann habe ich ja viel mehr Möglichkeiten, habe ich bessere Qualität, kriege vielleicht bessere Marge. Und wir raten eigentlich immer davon ab, weil es eben über FBA und FBM Probleme in der Vermarktung gibt. Ja, es ist so, dass man dort gerade bei Amazon Advertising aufpassen muss, ob man diese Produkte dann auf Amazon tatsächlich auch mit einem normalen KDP Advertising Account bewerben kann. Wie hast du das gelöst? Denn es kam ja auch irgendwann mal die Meldung, ich glaube im Wortlaut war das so, auch traditionell veröffentlichte Bücher können jetzt beworben werden. Also konntest du da mit deinem Advertising-Account dein über FBM veröffentlichtes Buch auch ansteuern oder wie hast du das gelöst? Genau, das war auch der Plan, dann letztendlich nur das Hardcover zu veröffentlichen, um das dann zu bewerben, etc. Also man ersetzte eigentlich nur das KDP Print on Demand durch ja, Selbstverlag Hardcover. Das hat aber nicht gut funktioniert, denn der Händler an sich hat keine Möglichkeit, die Bücher zu bewerben. Das ist einfach eine Beschränkung in der Kategorie Medienartikel bei Amazon. Und ja, das hat uns natürlich vor Probleme gestellt, denn ohne Bewerbung auf Amazon wird man nicht gut verkaufen können. Man ist dann komplett auf externe Werbung außerhalb der Plattform angewiesen und das wollten wir ja auch nicht so machen. Deswegen, also es gibt auch, muss ich auch ergänzen, es gibt Möglichkeiten, Sponsored Brand Ads zu schalten, aber die sind ja nie so effizient, wie die Sponsored Product Ads. Deswegen haben wir uns entschieden, dann doch nochmal einen Softcover mit zu veröffentlichen über KDP. Das kann man bewerben und das Hardcover einfach daneben zu stellen auf demselben Listing, um es quasi mit zu verkaufen. Ja. In der, naja, nicht Hoffnung, aber in der Vorstellung, dass sich das Hardcover häufiger verkauft, weil es ja auch die höherwertigere Version ist. Genau. Und du kannst aber dann, wenn du jetzt die Werbung schaltest, dann wirklich nur das Taschenbuch letztendlich auswählen in Advertising. Ja. Und deine Intention war quasi dann, dass Leute sehen, ah, okay, da gibt es auch noch ein Hardcover. Ich glaube, das war auch ein bisschen teurer, ne? 2, 3 Euro. Genau, ja, es war Genau. teurer. Und dass sie dann rübergehen. Aber tracken kannst du es dann nicht, oder? Also wenn dann tatsächlich jemand das Hardcover kauft, siehst du nicht, dass ein Sale stattfand, oder? Also ich kann es über das Advertising-Dashboard direkt nicht nachvollziehen, aber indirekt kann man es natürlich schon nachvollziehen, indem man einfach sieht die Advertising-Kosten an einem Tag und die Sales des Hardcovers am gleichen Tag. Kann man davon ausgehen, dass zumindest ein Prozentsatz, eine Tendenz davon zurückzuführen ist auf die Ads dann, die man auf das Taschenbuch geschaltet hat. Ne? Aber diese Meldung, die da mal kam, war halt nicht richtig. Also traditionelle Autoren können zwar Bücher von sich selber bewerben über einen Advertising-Account, über Author Central, aber diese müssen eben auch über Amazon direkt verkauft werden. Also bei Verkäufer muss stehen Amazon. Und das bedeutet ja letztendlich nur, dass die Verlage ihre Bücher direkt an Amazon verkaufen, ja, weil sie einen Vendor Central Account haben, etc. Aber dort ist es ja dann schon wieder viel weniger attraktiv, denn dort hat man ja Großhandelsrabatte mit Amazon, teilweise 50%. Und dann wird es ja schon wieder schwieriger, ne, als Selbstverlag. Es ist sehr undurchsichtig, ne? Was für Wege es gibt, ein Ja. Buch zu verkaufen. Und das war auch gestern bei uns Thema an der Mastermind.
wie viele unterschiedliche Advertising-Accounts es auch gibt. Ja, Amazon Advertising ist ja jetzt letztendlich eine Plattform, aber je nachdem, worüber du dir deinen Advertising-Account erstellst, kannst du dann bestimmte Produktklassen nicht ansteuern, hast gewisse Anzeigenformate, andere nicht. Ist schon sehr, sehr ärgerlich, weil es halt zum Teil sehr stark limitiert und auch zum Teil Seller bevorteilt, die schon länger dabei sind. Zum Beispiel ich hätte, glaube ich, sogar dein FBM-Projekt bewerben können mit meinem Account. Ja, weil ich halt diesen ganz alten Advertising-Account habe. Das ist uns gestern auch in dem Call dann aufgefallen, dass das funktioniert. Aber durch neu erstellte Advertising-Accounts funktioniert das nicht. Aber gut, das ist nochmal, das ist jetzt sehr, sehr Ja, tief also. reingegangen. Ich denke mal, das ist für viele gar nicht so interessant. Was, glaube ich, sehr interessant ist, ist auch nochmal, wie ihr das mit der Druckerei gemacht habt. Wie läuft das? Was für eine Auflage druckt man da? Und wo siehst du vor allen Dingen auch die Vorteile in der Qualität? Denn du hast ja jetzt beide Exemplare vor dir. Ja, du hast das Taschenbuch über das Print on Demand von Amazon und du hast einmal das selbstproduzierte Hardcover. Was ist dir da besonders aufgefallen? Genau, also ich finde es relativ spannend, die verschiedenen Wege, die Bücher zu vermarkten, nochmal darauf einzugehen. Aber es hat uns eben dahin geführt, wir wollten unbedingt halt das Kinderbuch als Hardcover rausbringen, um für mehr Qualität zu sorgen. Das ist auch unser Ansatz gewesen, ne, auf Verlagsniveau. Im Kinderbuchbereich hat man noch ein bisschen mehr Anforderungen eben. Und bei der Druckerei konnten wir einfach große Auflagen drucken. Also wir haben jetzt sind die Tätigkeiten des Verlags einfach nur imitiert beziehungsweise selbst durchgeführt. Das ist ja dann die Anforderung auch, die man hat. Und ja, da habe ich einfach mir eine Druckerei rausgesucht, die lokal ist, zumindest im gleichen Bundesland, und dann angefragt, Angebote erhalten, Angebote verglichen, und die es geworden ist, dann haben wir halt eine Auflage von 2000 Kinderbüchern gedruckt, denn von der Auflage ist es einfach abhängig, welche Marge du hast auf das Einzelexemplar. Ja, und das ist ja unsere Orientierungsvariable dann im Endeffekt. Und ja, die 2000, die kam einfach daher, dass wir gesagt haben, okay, erstes Kinderbuchprojekt lief so und so gut, dass man es auch schon abschätzen konnte. Von der Erfahrung, also große Verlage mit mehr Kapital im Hintergrund, die können natürlich noch größere Auflagen drucken. Das ist auch da die Regel. Und dann kann man auch noch bessere Margen erzielen, so Richtung 1 bis 2 € pro Exemplar. Wir hatten im Endeffekt dann 3,85 € bei der 2000er Auflage. Ja. An Produktionskosten. An Produktionskosten. Ja. Okay, 3,85, Ja. ja. Was ist dann hängen geblieben am Ende, wenn du ein Hardcover verkauft hast? Hast du da die Marge im Kopf? Ja, also man muss ja noch die Gebühren von Amazons Seller-Bereich mit einkalkulieren. Also man bezahlt ja auch pro Exemplar dann anteilig vom Verkaufspreis und natürlich der Versand. Also Versandmaterial und Kosten. Und dann waren es am Ende 5,50 € Marge. 50. Und beim Taschenbuch, was etwas günstiger, was war da für eine Marge? Genau, das war knapp unter 5 €. Also gar nicht so ein großer Unterschied. Nein, kein großer Unterschied, aber es war ja in dem Bereich, in dem man es dann bewerben kann auch. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast wahrscheinlich einen Dashboard bei FBM, ein Sale kommt rein. Und dann, was passiert dann? Also dann rennst du runter in den Keller, siehst da deine 1950 Bücher und suchst dir eins raus und verpackst es. Oder wie genau hast du das gemacht? Genau, das läuft so. Also erstmal noch vorab natürlich, wenn man bestellt bei einer Druckerei, kommen erstmal 2 Paletten Bücher vor die Haustür geliefert und dann muss man sie erstmal entladen und irgendwo einlagern. Das heißt, man braucht eine gewisse Logistik dahinter und wenn eine Bestellung reinkommt, dann, genau wie du schon sagst, werden natürlich Kundendaten mitgeliefert, wo das Paket hin soll, dann Unterschied, Premium-Versand, Standardversand, kann es einen Unterschied ergeben, letztendlich, weil man es abschicken muss, um seine Quoten zu halten auf Amazon. Da gibt es ja auch Regeln, dass man es dann in dem Zeitraum auch absendet, um das Sendeversprechen zu halten an den Kunden. Genau. Es gibt natürlich dann vorverpackte Bücher und das Etikett wird gekauft, gedruckt, in einer größeren Anzahl, je nachdem, wie viele Bestellungen es sind. Und dann wird alles verklebt und ja,
letztendlich zur Post gebracht. Also man kann es natürlich auch in einem Briefkasten werfen oder man kann auch mit DHL-Abholungen vereinbaren. Genau. Ja. Und Aber je das hast du nachdem, umso alles mehr selbst gemacht? Dienstleister, sorry, umso mehr Dienstleister man einbezieht, ist natürlich so, dass die Margen dann wieder sinken. Ja. Ja. Umso mehr man selbst macht, desto besser. Aber da kommt man ja auch irgendwann an Grenzen. Ja. Vielleicht können wir da später nochmal drüber reden. Ja. Genau, wir werten das Ganze nachher auch aus, ob du das nochmal machen würdest. Aber klar, der Gedankengang ist halt immer am Anfang, macht man das vielleicht noch selbst, aber wenn du über dieses Modell skalierst, musst du dich natürlich auch irgendwann fragen, ist meine Zeit hier noch richtig eingesetzt? Und wann nicht? Wenn nicht, dann musst du halt irgendwen anders beauftragen dafür. Dann ist halt auch wieder die Frage, das, was du darüber an Marge gewonnen hast, geht das nicht am Ende für die eigene Logistik dann wieder drauf? Ne? Das ist ja immer so der Ja, richtig. Gedankengang. Ja, bei uns ist es auch so, wir sind ja selbst Autoren, also Erschaffer der Bücher. Ja. Das heißt, das ist ja schon mal ein Prozess. Dann der gesamte Bereich mit dem Marketing, also unternehmenstechnische Verlagsaktivitäten, die man leisten muss und dann natürlich auch noch die Logistik dazu. Das kann schon viel werden, wenn man es alles alleine machen will. Irgendwann muss man halt Dinge outsourcen oder sich wieder andere Wege suchen. Ja. Aber wir haben es natürlich jetzt, wir hatten auch die Zeit entsprechend selbst probiert. Und für die Erfahrung war es auf jeden Fall schon mal gut. Das Hat denke viel ich auch. gelernt. Also ich würde es eigentlich gerne auch mal machen, einfach um das mal zu sehen, wie so der Prozess ist, was man da alles beachten muss. Eine Sache, an die ich zum Beispiel auch direkt denke, ist halt das Thema Buchhaltung und Rechnung schreiben. Wie läuft das über FBM? Ich meine, das ist ja bei KDP, optimaler kannst du es eigentlich nicht haben. Du hast nichts mit Ja. dem Endkunden zu tun. Ist es nun so, dass quasi ihr Rechnungen rausschickt für jeden einzelnen Kunden oder wie läuft das? Genau, nee, das wäre zu krass. Ja. Das kann man tatsächlich auch über Amazon ganz einfach regeln. Amazon erstellt automatische Rechnungen und stellt sie Okay. dem Kunden zum Download zur Verfügung. Das kennt jeder von seinem Amazon-Account privat. Bei den Bestellungen ist da immer so eine Rechnung angehängt und meistens ist die von Amazon direkt automatisch erstellt. Okay. Also da wird einem Arbeit abgenommen. Genau. Und du hast ein Thema schon angesprochen, was ich auch sehr spannend finde, und zwar Retouren. Da haben wir KDPler ja an sich überhaupt nichts mit zu tun. Man sieht dann teilweise rückerstattete Einheiten in den Berichten, aber man hat Ja. selbst mit Retouren-Management nichts zu tun. Was sind da so deine Erfahrungen? Also erstmal, kommt sowas häufig vor? In welchem Zustand kommen die Bücher an? Und wie hast du das gemanagt? Genau, also es kommt relativ selten vor tatsächlich. Also es kommt natürlich auch auf dein Buch an. Unser Buch kam gut an bei den Kunden. Es gab jetzt keinen Grund, es zurückzusenden. Deswegen hielt sich das in Grenzen, ja. Und dann muss man einfach ein Rücksendeetikett vorbereiten. Oder es läuft auch automatisiert über Amazon und dann senden sie es zurück. Man kontrolliert die Qualität und gibt dann manuell die Erstattung ein. Wenn alles gut ist, 100%. Wenn das Mangel ist, muss man sich fragen, war jetzt Deutsche Post schuld oder der Kunde? Da gibt es eigentlich auch recht klare Richtlinien dann auch bei Amazon. Aber man muss sich da halt auch einarbeiten so ein bisschen. Und es ist immer tendenziell so, dass Amazon auf der Seite des Kunden ist. Das ist ja deren Unternehmensphilosophie auch, sodass man im Zweifel ja, auf den Kosten sitzen bleibt. Aber es hält sich eben so in Grenzen, dass das eigentlich okay ist. Und ja. Genau, viel schlimmer sind nicht zugestellte Pakete. Also das kam viel häufiger vor, Ah, dass die stimmt. Post nicht zustellen konnte und dann es retourniert wurde an unsere Versandadresse. Und ja, dann der Kunde natürlich eine Erstattung haben möchte. Man hat aber die initialen Versandkosten, ne? Und ja, da muss man immer Lösungen finden, um auch nicht schlechte Bewertungen zu bekommen. Von dem Kunden ein bisschen abwägen, ja. Also Fingerspitzengefühl zeigen, ja. Naja, das habe ich auch schon Genau. erlebt. Also, dass Amazon immer pro Kunde ist. Ich habe mal die Story gehabt, dass ich, also ich verwende ja hier eine Kamera zum Streamen quasi. Und das sind ja normale Videokameras. Also die sind eigentlich nicht für Streaming ausgelegt. Und ich hatte eine Canon-Kamera, die dann irgendwann überhitzt ist und kaputt gegangen ist. So. Und dann habe ich Amazon mal angeschrieben, wie sieht es denn aus? Kann man über euch irgendwie eine Reparatur abwickeln? Und dann haben die einfach gesagt, ja, komm, kannst du einschicken, wir reparieren dir das Ding. Und dann habe ich das eingeschickt. Und dann haben die mir einfach eine neue Kamera zugeschickt. Also dafür muss ja der Händler aufgekommen sein, Garantiefall oder was auch immer. Und haben die Kamera, die kaputt gegangen ist, repariert und mir auch wieder repariert zugeschickt. Also ich hatte dann zweimal dieselbe Kamera für 700 € oder so. Das fand ich schon Okay. sehr, sehr krass. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nicht von Amazon getragen wurde. Ja.
Ja, Okay. das sind so Amazons Wege. Ja, man muss sich da auch anpassen einfach. Weil man die Plattform ja auch nutzt, hat die auch Regeln. Das ist einfach Ja. so. Wie sah es dann aus im Marketing? Ich meine, du hast dann über Advertising das Taschenbuch beworben, cool. Aber du hast natürlich auch andere Vorteile, ne? Du kannst ja zum Beispiel, wenn du das selbst verschickst, wahrscheinlich in die Bücher auch irgendwie was reinlegen, einen Flyer. Und es ist, baut dann auf die Frage auf, hast du dann eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, nochmal die Kunden irgendwie anzusprechen? Also über eine E-Mail oder hast du die Möglichkeit gehabt, irgendwie denen nochmal Post zu schicken? Hey, wir haben irgendwie ein neues Buch. Das wären jetzt direkt so Gedankengänge, die bei mir losgegangen wären. Ja, also erstmal zu der Sache mit den Kundendaten. Also da bekommt man schon die Daten natürlich zugesandt, die postalischen Sachen, wo man es hinschicken muss, und auch eine Telefonnummer. E-Mail-Adresse, glaube ich, wird nicht mitgesendet. Ja, man hat letztendlich diese Daten und man kann auch kommunizieren mit dem Kunden, ne? Das hat man ja bei KDP nicht. Aber das sollte auch immer beschränkt sein auf die Bestellungssache. Jetzt nicht für Werbezwecke, das wird ja auch unterbunden. Letztendlich, ja, man kann in die Pakete was reinmachen, um noch auf eine andere Art und Weise mit dem Kunden zu kommunizieren. Das sehe ich auch mit so als den größten Vorteil für Cross-Selling-Effekte, dass man einfach ja, von der gleichen Autorin oder vom Verlag einfach Prospekte mit reinlegt. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr hoch, dass der Kunde, wenn er das Buch gut findet, auch ähnliche kauft. Gerade Kinderbücher kauft mehr eh mehr. Ja. Und ja. Gleicher Verlag, gleicher Autorin, ist natürlich auch super dann. Ja. Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß gar nicht, ob du das genutzt hast, auch um Rezensionen einzusammeln. Darf man solche Rezensionsflyer mit reinlegen oder darf man das nicht? Weißt du, Ja, wo man also einfach sagt. was man mit reinlegen kann, kann man machen. Also das habe ich jetzt zumindest noch nicht gelesen, warum man das nicht machen sollte. Also wir hatten einfach jetzt einen Flyer, auf dem wir auf das andere Kinderbuch hingewiesen haben. Was es schon gibt. Und dann auf Rezensionen eben, ne, dass man sich freuen würde, eine zu erhalten. Dadurch kann man natürlich sein Rezensionsmanagement auch nochmal pushen, extra. Ne? Definitiv. Und ich, also man, natürlich, man kann es auch direkt mit ins Buch reindrucken, aber das fällt dann häufig gar nicht Ja, der so Flyer, auf. der fällt ja mit raus. Das ist, denke ich mal, deutlich sichtbarer. Ne? Und wenn der auch nochmal Genau. schön gestaltet ist, wenn man sich in jedem einzelnen Detail Mühe gibt, dann ja. Kann ja auch nochmal eine andere Wirkung haben. Kennt man ja auch von anderen Amazon-Produkten, ne? Also wer öfter mal bei Amazon bestellt, wird sehen, da sind öfter mal so Rezensionsflyer Ja, mit drin. genau. Das ist ja nicht nur so im Buchmarkt. Okay, Max, dann nimm uns mal mit in die Zahlen von dem Buchprojekt. Denn das fragen sich natürlich jetzt auch einige. Welchen Impact hatte dann jetzt FBM? Wie waren die Verkaufszahlen? Wie lief dein Launch? Ich würde sagen, wir starten mal. Ich weiß gar nicht mehr, wann es online gegangen ist. Oktober? Ich glaube Oktober, ne? November war es. November. Okay. Dann lass uns Ja. da mal anfangen. Wie ist es angelaufen? Relativ gut kann man sagen. Also wir hatten erstmal das Taschenbuch online, dann kam das Hardcover dazu. Klar, die Launchphase dann im November war halt eh schon so eine Sache für sich, ne? Man hatte ja sehr viel Traffic schon auf der Website, hohe Suchvolumen auf den Keywords. Ja, aber es waren relativ normale Zahlen. Also im November letztendlich haben wir 1.600 € an Tantiemen gemacht. Also wenn ich jetzt hier von Tantiemen spreche, sind es natürlich die Gesamteinnahmen. Ja, der Umsatz ist natürlich höher, ne? Als Seller nimmt man ja auch quasi die Druckkosten wieder mit ein. Bei Stimmt, jedem ja. Exemplar die Versandkosten. Aber das hatte ich jetzt in dem Fall schon bei folgenden Zahlen auch ausgerechnet, ne? Um nicht es zu verkomplizieren. Ist auch Genau. der realistischere Wert, ja. Also das ist ja letztendlich wirklich das, Ja, was vor das ist den das, was, Werbeanzeigen ja. hängen bleibt, ne? Ja. Genau. Man geht ja erstmal in Vorkasse mit einer vierstelligen Summe für Druck. Man geht in Vorkasse für die Illustrationen und so weiter. Aber dann letztendlich spricht man ja dann mit über die Tantiemen und dass sich das amortisiert dann im Laufe der Zeit, die initialen Kosten des Projekts. Ja. Ja, das hatte ich Genau. komplett vergessen zu fragen. Wie hoch waren die Erstellungskosten für das Projekt an sich? Denn So. es war ja sehr, sehr grafiklastig, ne? Du hast ja schon gesagt, Illustrationen und so weiter. Wie viel hat euch Genau. das gekostet? Genau. Da haben wir eine Illustratorin gehabt, die 5.000 € berechnet hat für ihre Dienstleistungen. Ich muss aber auch sagen, das sind wirklich sehr, sehr gute Illustrationen.
Das ist eine professionelle Illustratorin, die und der Preis ist immer noch sehr, sehr gut. Also man kann auch noch viel mehr ausgeben für Kinderbuchillustrationen, definitiv. Das ist jetzt so eine mittlere Summe für eine gute Qualität. Und uns war es sehr wichtig, uns zu vergleichen eben mit den Verlagsbüchern, die halt auch im Buchhandel sind, nicht unbedingt mit Self-Publishing. Also da gibt es sehr gute Sachen und einfachere Ja, nee, die Gestaltung. Illustrationen waren schon sehr, sehr gut. Also ich habe das Projekt ja auch hier, das ist schon ein sehr, sehr gutes Level. Sicherlich, das geht immer noch teurer und noch Ja, günstiger. natürlich. Aber klar, ist schon ein ganz schönes Invest, ne? Wenn man jetzt auch noch den Auflagendruck hat, was man da allein an Kapitalbindung erstmal hat in so einem Projekt, das muss halt auch wieder reinkommen. In dem Fall ist es jetzt sehr, sehr gut gelaufen, aber das muss man natürlich auch als weiteren Faktor mit auf dem Schirm haben, der Genau. Und natürlich. durch das FBM hat man ja noch den zusätzlichen Kostenfaktor mit dem Druck. Ja, also das Genau. teile ich auch sehr gerne meine Erfahrung damit. Also 2000 Exemplare. Vorhin hatte ich schon gesagt, der Einzelpreis. Also man kommt da schon über 6.000 Euro für die Druckkosten. Kann man sich vorstellen, höhere Auflagen, dass man da noch mehr einfach vorschießen muss. Aber es kommt natürlich auch Ja. wieder rein im Laufe der Zeit. Ja. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt verloren. Es sei denn, das Buch fehlt natürlich dann komplett. Aber auch der Verlag muss diese Überlegungen anstellen. Also ich meine jetzt ein klassischer muss vorher eigentlich alles wissen, wie sich das Buch verkaufen wird, um nicht wirtschaftlich da einen Fehler zu machen. Ja, ich bin auch der Meinung, Print on Demand hat so auch gerade für Anfänger einen sehr, sehr großen Vorteil, ne? Sich darum erstmal nicht zu kümmern und halt auch dieses Risiko nicht einzugehen. Wenn man in einem Buchprojekt nicht ganz so gut läuft, na ja gut, dann läuft es halt nicht, dann bleibst du halt nicht auf Kosten sitzen, mal die Ja. Erstellungskosten ausgeblendet, und hast nicht irgendwie das ganze Lager noch voller Bücher, die du irgendwie abverkaufen musst. Wenn man dann aber, wie auch in eurem Fall, schon weiß, okay, wir sind Autoren, wir haben schon mal ein erfolgreiches Buchprojekt auf Amazon gelauncht, wir haben jetzt uns zusätzlich auch nochmal ein Coaching gekauft. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das auch ein Erfolg wird. Und das wurde es ja auch. Du hast ja auch schon Genau. gesagt, 1600 Euro Tantiemen dann im November. Was hattet ihr da für Kosten, an laufenden Kosten, so für Advertising? Die Kosten jetzt auf den Monat direkt habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich erinnere mich, dass es knapp positiv war. Ich habe es jetzt letztendlich für die letzten 3 Monate vorbereitet. Ah, okay. Genau. Für Dezember, wenn ich einfach mal weitermachen soll, Ja. ja, da hat mir dann, ne, also Dezember ist natürlich klar, bester Verkaufsmonat, hatten wir mit beiden Versionen zusammen 6.000 Euro Tantiem. Und im Januar dann ging es weiter mit 1.500, also ähnliches Niveau wie der November dann im Endeffekt. Wobei ich auch sagen muss, da habe ich die Ads deutlich runtergefahren. Ja. Weil Bei ich privat nicht so viel Zeit hatte, mich darum zu kümmern. ja. Und zum anderen, weil ich Dinge ausprobiert habe. Genau, weil um den A-Kurs letztendlich zu beeinflussen und unsere Profitabilität. Genau. Letztendlich haben wir zusammen in den 3 Monaten 9.000 Euro, bisschen mehr an Tantiem gehabt, plus Buchhandel. Also wir hatten auch diverse Bestellungen von Buchhandlungen, einfach weil Kunden das Buch sehen und dann bestellen. Dadurch, dass es im VLB gelistet war, können dann auch die Buchhandlungen das Buch finden, Bestellungen aufgeben, für die man dann aber natürlich immer dann eine Rechnung erstellen muss. Das macht dann schon ein bisschen mehr bürokratischen Aufwand. Ja. Und mit Thalia, da gab es dann auch einige Bestellungen, aber um die haben wir uns auch selber gekümmert. Also da haben wir richtig Werbung gemacht für das Buch in den Filialen. Und Ah, die haben es dann cool. auch bestellt in kleineren Auflagen, nur so 3 Stücke, 6 Stück, um zu schauen. Langfristig kann natürlich auch das Ziel da sein, dass man mit so Thalia oder anderen Buchhändlern Verträge abschließt. Das ist aber noch offen, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, letztendlich stehen dann 9.500 gegen 6.000 Euro Ad-Kosten, die wir hatten, also auf Amazon Advertising plus Instagram-Ads hatten wir noch teilweise. Genau, und so kleinere Fixkosten. Und ja, da bleibt ein Gewinn übrig jetzt für die ersten 3 Monate von Von so knapp. 3.500. Ja. Ein gutes, sehr gutes Ergebnis, ja, wenn man das mal hochrechnet. Klar, es war auch eine Weihnachtszeit, muss man immer dazu sagen, Ja. aber der Januar hat ja auch gezeigt, der Kinderbuchmarkt funktioniert nicht nur im Q4, sondern der funktioniert auch außerhalb von Q4 immer sehr, sehr gut. Das sind natürlich Peaks, die dann erreicht werden. Aber ich würde auch fast sagen, dass ihr ja im Dezember auch noch nicht die maximale organische Reichweite
hatte, Nee, ne? die kam erst im Januar dann natürlich. Im Dezember haben wir sie aufgebaut. Im Januar kam es dann dazu. Also fast die ganzen Januar-Tantiemen waren durch die organische Reichweite, ne? Weil die Ad-Kosten, wie gesagt, durch Umstände waren die halt so runtergefahren, dass das eigentlich fast darauf zurückzuführen ist, fast vollständig. Also, wenn man jetzt noch die Ads dazu nimmt, wird es dann wieder mehr. Man muss es natürlich jetzt erstmal beobachten. Und jetzt in den nächsten 3 Monaten dann schauen, noch mal ein Fazit ziehen. Aber wir sind komplett zufrieden. So kann man ja auch sein, wenn man Gewinne macht. Natürlich auch alles noch vor Steuern dann etc. Aber wir hatten ja auch die Fixkosten, die sind damit schon zumindest die Illustration schon einen großen Teil gedeckt. Die Hardcover-Druckkosten damit ja auch, ne, fortwährend bei jedem Verkauf. Und ja, so von der Sache her sind wir sehr zufrieden mit dem Endresultat. Ja. Und das Verhältnis war vielleicht auch noch interessant, 70 zu 30. Also Taschenbuch 70% Verkäufe und anteilsmäßig 30% ging auf das Hardcover zurück. Da hätten wir uns ein bisschen mehr gewünscht. Aber das ist halt auch die Realität. Auch trotz geringer Preisdifferenz von nur ein paar Euro tendieren die Kunden dann zu dem geringeren Preis. Ja, das liegt natürlich einmal am zusätzlichen Klick auch, ne? Also ich glaube, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm, dass es dann noch andere Versionen gibt oder sind vielleicht auch, ich würde nicht sagen zu faul, aber ich glaube, sie sehen es einfach teilweise gar nicht. Und ich glaube, viele können sich auch noch gar nicht vorstellen, wie dann tatsächlich der Unterschied ist. Also wenn du diese beiden Versionen in einer Buchhandlung liegen hast, würden wahrscheinlich tendenziell noch mehr Leute zum Hardcover tendieren, weil sie halt direkt sehen, welchen qualitativen Unterschied Genau. die Version haben und dass dann der Aufpreis von 2, 3 Euro absolut gerechtfertigt ist. Bei Amazon ja steht dann Softcover und Hardcover und dann werden halt viele einfach das Softcover nehmen und werden gar nicht wissen, dass sich das durchaus gelohnt hätte, ne, dieses Upgrade quasi noch zu kaufen. Genau, ja. Nee, also in der Buchhandlung, denke ich, wäre die Tendenz immer zu dem Hardcover. Denke ich auch. Aber im Internet, ja, da zählen halt andere Sachen. Das ist ja auch so ein Punkt, vielleicht noch A-Plus-Inhalt, ja, konnten wir nicht machen. Für das Hardcover war auch Bücherkategorie halt beschränkt. Also es geht, ne, mit anderen Accounts eben, aber eben mit dem Seller-Account nicht. Ja, über Amazon KDP hat man ja wirklich das All-Inclusive-Programm, ne? Deswegen ist das ja auch so eigentlich toll, wenn man Print-on-Demand machen kann. Und bei uns, wir hätten vielleicht auch Print-on-Demand machen können über andere Distributoren für das Hardcover, Tolino Books on Demand, aber dort erreicht man die Margen dann einfach nicht, ne? Das Also stimmt, ja. hätte das Buch 25 Euro kosten müssen oder noch mehr, und dann ist es ja nicht mehr konkurrenzfähig. Zumindest wir wollten es ja, dass es als alleiniges Format dann auch sich gut verkauft und nicht nur so nebenbei. Genau. Genau, ja. Das ist dann auch häufig die Kombination, ne, aus gebundener Version und Farbdruck. Das wird Genau, dann halt sehr, das sehr ist so, teuer. das wurde uns dann auch halt im Laufe des Prozesses erst klar, dass das eigentlich schon mit so Champions League ist, was den Aufwand und den Anspruch angeht an Bücher produzieren. Okay, Max, was würdest du denn jetzt so als Fazit sagen? Also würdest du das beim nächsten Buchprojekt wieder so machen oder ist das Learning, hey, Aufwand rechtfertigt letztendlich den Return nicht? Also für die Experience würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, wenn man eben nicht nur der Unternehmer ist, der eben verschiedene Buchprojekte hat, sondern auch noch gleichzeitig der Autor sein möchte und man auch noch anderes Verlagsmarketing betreibt, dann sollte man es unbedingt outsourcen. Also man kann das eine Weile selber machen, und jetzt ist es halt so ein bisschen so ein Scheideweg. Ja, gehe ich jetzt letztendlich den Weg weiter, wachse ich noch mehr auf zu einem Verlag mit meinen Projekten, oder versuche ich jetzt hier eher den Fokus drauf zu legen, neue Projekte zu erschaffen, wenn das der eigene Anspruch ist, ne, Autor zu sein. Also ich bin ja auch Autor, und deswegen geht es bei mir da eher jetzt in die Richtung, mehr zu schauen, wie kann man es outsourcen, kann man die Bücher vielleicht dann auch abgeben an Verlag. Also das ist ja auch eigentlich ein Vorteil, wenn man jetzt sieht, man startet als Selbstverlag und hat dann ein gutes Produkt, und jetzt ist auch unsere Überlegungen, das Produkt dann auch abzugeben.
an einen Verlag, weil es ja schon eine Sales History hat und hat dadurch natürlich auch viel bessere Chancen, in gute Verlage zu kommen. Also in die Verlage, die auch selber Werbung machen, die auch ein gewisses Prestige haben. Und das ist ja auch jetzt so unser Ziel. Oder man macht es halt weiter über FBM. Das muss die Zeit jetzt aber einfach zeigen. Wenn man eine gewisse Routine hat, läuft es auch nebenbei. So wie jetzt. Und ja, da kann man sich dann auch mal wieder auf neue Sachen konzentrieren. Ja, aber man muss jedem bewusst sein, dass man halt hohe Initialkosten hat. Die muss man erstmal aufbringen oder finanzieren können. Und man muss Bereitschaft auch haben, wie in jedem anderen Bereich, sich da einzuarbeiten. Und dann kann das aber für den einen oder anderen interessant sein, gerade im Kinderbuchbereich, wo man sagt, ja, Mist, bei dem einen habe ich Print on Demand zu wenig Marge, bei dem anderen müsste ich jetzt Abstriche machen für Qualität oder habe vielleicht irgendwann ein schlechtes Listing, weil ich zu viel Negativrezension bekomme, weil kein Hardcover. Und das wäre halt so ein Mittelweg, wo man sagen kann, den kann man beschreiten, ja, über beide Versionen. Ja. Genau. Was ich mir auch durchaus vorstellen kann, also wenn Amazon das irgendwann mal auflöst und man über Advertising direkt die Hardcover bewerben kann, dann eröffnen sich ja nochmal neue Märkte, weißt du, wenn du gar nicht darauf Genau, ja. angewiesen bist, das Taschenbuch noch parallel zu veröffentlichen. Und ich glaube auch, dass es sich ab einem gewissen Level auch lohnt. Also ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, erstmal mit Print on Demand zu starten, vielleicht sich ein Portfolio aufzubauen. Und wenn man dann sagt, hey, ich habe schon den Cashflow oder ich habe vielleicht auch mehrere Projekte, für die ich das gleichzeitig machen kann, dann lohnt sich das mehr, weil dann lohnt sich das wahrscheinlich auch, die Logistik auszulagern, weißt du, vielleicht jemanden anzustellen, der sich darum kümmert. Richtig. Wenn du das bei einem Buchprojekt machst, das frisst dann wahrscheinlich die ganzen Gewinne auf, aber wenn du jetzt 10, 15, 20 Bücher so abwickeln würdest, auf einem größeren Scale, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich das Ja. rentieren könnte. Am Anfang macht man es dann halt so aus dem Wohnzimmer und dann irgendwann muss man sich Ja. eben die Frage stellen, mache ich das jetzt ernsthaft weiter? Habe ich jetzt Flächen, Büros vielleicht auch, die ich mir anmiete? Werde ich jetzt zu einem richtigen Verlag und so weiter? Und ja, das muss man sich einfach stellen. Aber der Sachbuchautor kann ja auch Ratgeber rausbringen. Genau. Letztendlich Sachbücher. Und ja, das kann man ja auch drucken lassen. Hat man wahrscheinlich auch bessere Margen, je nachdem, ne? Und das dann rein über Social Media zu bewerben, aber es nur auf Amazon zu verkaufen, wenn man da halt gute Margen hat, ist ja auch ein gangbarer Weg, einfach. Ja, Ja. obwohl gerade im Ratgeberbereich, ich glaube, da hatten wir uns letztens auch schon zu ausgetauscht, ja, das Print on Demand von Amazon rein qualitativ auch gut Ja. ausreicht. Ne, wenn du so ein klassisches schwarz-weißen Ratgeber hast, Genau. vielleicht mit ein paar vereinzelten Bildern, Tabellen, dann spricht halt überhaupt nichts dagegen. Ja. Genau, aber da fällt mir halt immer dieses Buch ein, das Date mit dir selbst. Das ist ja Ja. ein Ratgeber mehr, ein Ausfüllbuch. Und da ist es dann halt schon wieder dieser Zwischenbereich, ne? Zwischen reinem Text, aber halt auch mit Farben. In diesen Tagebücherbereichen, da gibt es ja auch ja, so kleine Illustrationen mit drin, die sind schon mit Farbe. Da könnte es sich dann schon wieder mehr lohnen. Und das besagte Buch macht das ja rein über FBM, Genau. bewirbt es extern, kann man auch machen. Ja, Genau. also es gibt da wirklich verschiedene Wege zum Ziel. Unser Weg geht auf jeden Fall jetzt weiter, auch wieder mehr das Print on Demand mit einzubeziehen, einfach um Zeit, Kosten zu sparen. Genau, deswegen als nächstes geht es dann auch weiter. Wir machen Kinderbücher weiterhin, aber auch jetzt Sachbücher. Und da kann man dann wieder auf KDP zurückgreifen, ne? Ja. Alright, Max, dann vielen, vielen Dank, ja, für die ganzen Insights. Auch für mich sehr, sehr interessant gewesen, da mal so hinter die Kulisse zu schauen. Auch gerade vielen Dank, dass du so transparent auch warst, ja, mit den ganzen Kosten, mit den Margen Ja, und so sehr weiter. gerne. Da gibt es ja auch viele Marktteilnehmer, die sowas gar nicht irgendwie verraten würden. Ja, ich denke mal, da war auch wieder für alle Zuschauer hier extrem viel dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank dir nochmal, Max. Alles Gute für die Zukunft. Und ich denke mal, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.